Hallihallo Leute, willkommen zu A Plague Tale Innocence. Immer noch auf der Flucht vor der Inquisition und ich kann diesmal sogar sagen, wir sind auf der Suche nach diesem Buch, das Lukas haben will, um unserem Bruder zu helfen. Deswegen müssen wir zur Bibliothek hier und das ist der ganze Grund, warum wir uns hier langschleichen. Und da ich so gierig bin, will ich gerne noch die Sachen da drüben holen. Er sieht uns ja gerade nicht. Hat er hier verloren? Der hat da irgendwas im Schritt. Um ihn muss ich mich nicht kümmern. Könnte sein, dass da hinten zwar auch noch was Interessantes liegt, aber ich will es mal nicht übertreiben. Ich wollte nur das, was auf dem Tisch ist und gut. Das ist einer dieser Karren der Alchemisten. Da findet sich bestimmt was Nützliches. Hä? Ach, den großen meinst du? Was soll ich mit denen jetzt machen? Vielleicht mal dieses. Gott. Wie oft ich Gott in diesem Let's Play sage, ist unglaublich. Wie hieß denn das nochmal, was die direkt zerstört? Da gab's doch. War das nicht auch Devorantis? Angst, das auszuprobieren. Ach, starke Lichtquelle, das war das. Das war aber doch ziemlich teuer, das war das Problem. Eigentlich müsste es reichen, das zu werfen. Nein, es reicht nicht. Es ist viel zu nah dran. Ah. Mal gucken, wo ich wieder anfangen muss. Wir werden noch alle krank, Oh, wenn das wir ist weiter gemein. hierbleiben. Wir stecken uns alle gegenseitig an, auch den Großinquisitor. Und dann wird niemand mehr da sein. Halt endlich dein Maul und hör auf, rumzuheulen. Ich will von dir kein Wort mehr hören. Verstanden? Ist mir jetzt egal. Ich hole mir jetzt nicht nochmal das Zeug von ihm. Ist mir jetzt egal. Ich gehe jetzt hier weiter. So. Das ist einer dieser Karren der Alchemisten. Da findet sich bestimmt was Nützliches. Ja gut, dann muss es wohl sein. Und schon ist Ruhe. So, jetzt muss ich noch aufhören zu brennen. Sehr gut. Sicher hier? Sieht so aus. Hier ist keiner. Kannst mir doch nicht erzählen. Dann kann man es wenigstens gleich wieder auffüllen. So, alles aufgenommen. Oh, und wir können was machen. Ah, unten gibt es jetzt neue Sachen. Behälter verlängert die Wirkungsdauer von Odorus und Luminosa. Das ist wichtig, ja. Igniformunition lenkt Gegner in der Nähe ab. Ah, oh, so viele Sachen, die eigentlich wichtig sind. Aber das wäre schon wirklich praktisch. Ich glaube, das mache ich erstmal. Das sollte mir die Sache erleichtern. So viele Sachen, die ich gerne herstellen würde und so wenig Zeug dafür. So, was ist denn das da für ein seltsames? Es sieht aus wie ein Beschwörungskreis, wollte ich sagen. So, weiter im Programm. Waren wir doch vorhin? Müssen wir durchs Wasser gehen? Ah, was haben wir denn hier? Ich nehme mal an, dass die zwei Sachen mir jetzt nicht helfen, noch was herzustellen. Nee. So, die Tür ist es wahrscheinlich nicht. Anscheinend muss ich doch durchs Wasser. Also ihr geht da gar nicht rein. Amicia, was ist unser Plan? Wo gehen wir hin? Oder muss ich hier gar nicht weiter? Nicht, dass ich hätte vielleicht dann doch die Munition, diese Ausrüstungstasche machen müssten. Oder Munitionstasche war das, glaube ich, die er mir vorhin da
näher gebracht hat. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, ich muss einfach zurück. Probier's nur nochmal, ob ich hier vielleicht doch irgendwo lang komme. Nee. Ja gut, dann muss ich wohl zurück. Tja, die sind immer noch hier. Oder muss ich dort lang? Kann halt nicht erkennen, ob es da weitergeht. Aber gut, diese Lichtquelle wird wahrscheinlich nicht umsonst da sein. Könnte ich die Ratten hierher locken? Würde das was bringen? Dann mache ich erstmal das von vorhin. Lock den weg. Ich habe etwas gehört. Ich bin doch nicht blöd. Und als nächstes kann ich mir ja dann ihn hier schnappen. Hey, da bewegt sich was. Zweimal direkt hintereinander. Das sehe ich mir. Erstmal wieder verstecken. Wenn ich ihn hole, muss ich ihn erst wieder mit diesem Devorantes bewerfen. Noch immer nichts. Was zum Teufel ist denn hier los? Das findest du noch raus. Gott, habe ich schon Angst gehabt, dass er mich gehört hat. Hey, kannst du mich hören? Ja, ich glaube, das muss sein. Damit kommt ihr nicht durch. Ja, lauft nur. Ich hab es. Was war das? Das war knapp, der wollte gerade einen Speer werfen. Habt ihr das gesehen? Puh. Ah, der hat ja auch Eposanguis dabei. Gott, wie der hier so mit dem Arm noch hingreift. Gott, das sieht aber echt ungesund aus, die Haltung. So, und ich muss da lang, nehme ich an. Ist da irgendwas für mich? Sag mir jetzt nicht, dass das umsonst war. Nee, ich muss die Ratten weglenken. Oder besser gesagt blockieren wieder. Sollte sie blockieren. Sehr schön. Hey, du! Es brennt in mir drin! Was soll ich tun? Nicht. Was weiß ich? Wasser! Oh nein, trink das nicht! Ah, shit. Oh, das ist ein Albtraum. Los, reiß dich zusammen. Die Universität muss ganz in der Nähe sein. Ich kann mir diese Verzweiflung gar nicht vorstellen, die man empfunden haben muss, als die Pest ausgebrochen ist. Und man einfach nicht flüchten konnte, ne? Und dann auch noch die Inquisition. Ich weiß nicht, inwieweit das der historischen Wahrheit entspricht, aber... Der Kerl, der meinen Vater getötet hat, steht in deinen Diensten. Sein Blut klebt also auch an deinen Händen. Erreiche die Universität. Gut, bevor ich das mache... Ich wollte nochmal schauen, ob ich unten über das Wasser gehen kann. Wahrscheinlich nicht, wenn sie vorhin schon sagt, dass das giftig ist. Aber ich muss mal probieren. Nein, geht sie nicht rüber. Gut, das heißt, ich muss mir einen Plan machen, wie ich jetzt an die Universität rankomme.
kann auf jeden Fall den Käfig dort zerstören. Ich weiß zwar noch nicht genau, ob das die richtige Idee ist, aber ich mach's mal. Bin ich schon mal den los? Und den auch. Du entwischst mir nicht. Darauf kannst du dich verlassen. Oh, der kommt jetzt zu mir, ne? Oh shit, der kommt hier hoch. Mist. Geh zurück. Geh zurück. Oh shit. Oh. Ich wollte gerade losrennen. Ich wollte gerade auf gut Glück losrennen. Wird mich sehen, ne? Mal Steine, das ist gut. Wo ist der jetzt? Mist. Ich weiß nicht, wo der gerade ist. Der sieht mich gerade nicht. Da kann ich das doch mal pflücken. So, ich muss aber an ihn irgendwie vorbei. Wie mache ich das? Kann ich die Ratten zu ihm locken? Das müsste ja theoretisch nicht funktionieren wegen dem Feuer da. Wenn ich doch das Feuer anmache, wird er aufmerksam und will mich umbringen. Tontöpfe habe ich noch. Ich schaue mal eher mal lieber, ob ich auf der anderen Seite weiterkomme. So, der ist jetzt ungeschützt. Ich könnte die Ratten im Prinzip dorthin locken. Dann würden die sich dem vorknöpfen. Und vielleicht geht der andere dann auch weg. Ich probiere es einfach mal. Bitte nicht. Sehr schön. Den bin ich dann schon mal los. Mit ihm werde ich es nicht so leicht haben. Da drüben was gehört. Kannst du da hochgehen? Oh Gott, das war knapp. Ich müsste wahrscheinlich direkt weitergehen. Gar nichts. Shit. Leider immer nur einen Tontopf, das ist schlecht. Kann ich den mit Stein ablenken? Nicht wirklich. Und wenn ich das dort mache, dann geht der nur weg wahrscheinlich. Shit. Wo kam das Geräusch her? Von da drüben? Ah shit, er hat mich gesehen. Der sieht mich nicht. Ach nichts.
Okay. Da habe ich wohl nochmal Schwein gehabt. Aber er ist halt wirklich ein Problem. Das bringt nichts. Hey, was war das? Ich sehe mal nach. Vielleicht kann ich ihn aber austricksen irgendwie. Wenn ich ihn jetzt damit bewerfe, ich weiß nicht, ob das noch reicht. Na gut. Ich werde dir zeigen, was wir hier mit... Anscheinend reicht es, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit reicht, aber ja, anscheinend tut's doch's doch. Gehen die jetzt auch wieder? Nee, die haben jetzt erstmal da dran zu fressen. Und das ist da, wo der andere war. Da ist noch eine Truhe. Ich gehe mal das Risiko ein. Hat funktioniert. So, jetzt muss ich an denen vorbei. Das heißt, ich muss den nochmal da hinschicken. Oh, das erste Mal war schon mehr als genug. Na, wartet. Ich hoffe, der ist dort eine Weile beschäftigt. Ja, endlich. Ich verstehe es nicht. Diesmal hätte ich was finden müssen. Was zum Teufel machen die da? Wirklich, ich hau einem der Alchemisten eine rein. Reg dich ab. Sie sind alle etwas abgehoben, aber immerhin können sie lesen. Deswegen müssen sie sich nicht wie Arschlöcher aufführen. Übrigens, einer von denen sagte, dass es Vitalis nicht sonderlich gut geht. Wir wussten, dass das passieren würde. Wir müssen... Menschen mit Macht benehmen sich nicht selten wie Arschlöcher. Der Großinquisitor soll ziemlich krank aussehen. Aber jetzt? Viele Ketzer haben ihn bereits den umgekehrt. Der Mann ist ein Heiliger, Bruder. Ein Heiliger. Der Großinquisitor ist krank? Gut zu wissen. Okay, wo müssen wir da ja rein? Und mir wäre es eigentlich lieber, wenn ich nicht im Haupteingang reingehe, weil das ist meist immer die schlechteste Idee. Die wird am besten bewacht. Die sind abgelenkt. Ich komme hier nirgendwo rein, oder? Das wird nichts. Doch. Oh, und da fängt direkt Kapitel 10 an. Der Weg der Rosen. Ich überlege gerade, gab es nicht einen Film, der so ähnlich hieß? Die Universität. Also gut, das Buch. Nicht vergessen, was Lukas im Keller meinte. Der Weg ist übersät mit Rosen. Wo soll ich hier nur Rosen finden? Die finden wir schon. Aber du weißt, wir schauen uns trotzdem um, denn wir können auch noch andere wichtige Dinge finden, außer Rosen. Alles zerfetzt, ey. Das heißt, die haben nach Büchern gesucht? Oder? Bedeutet das das? Jetzt suchen die ja das gleiche Buch. Das hängt doch alles miteinander zusammen. Vielleicht ist ja die Makula wirklich eine Fähigkeit und vielleicht hat der Großinquisitor die auch. Verschlossen. Und will irgendwie was lernen, wie er das vielleicht bekämpft, eben auch über dieses Buch. Oh Gott, ist das groß. Aber wo sind nur all die Bücher? Tja, verbrannt, zerfetzt.
So viele Wege. Ist bestimmt eine gute Idee, das immer so doll aufzudrücken, statt mal vorsichtig zu probieren, dass er aufgeht. Ich meine, wenn dahinter jemand steht und das Ding ist offen, sind wir dran. Tja, das wird eine Suchaktion. Also auf jeden Fall nach Rosen Ausschau halten. Vielleicht habe ich da auch schon welche übersehen. Da, die Banner. Blumen. Ja, da sind Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Oh, okay. Danke, Spiel, dass du mir das zeigst. Wie viele Tage sind wir jetzt schon hier? Hab aufgehört zu zählen. Verdammt. Ich kann hier drin nicht mal sagen, ob Tag oder Nacht ist. Bald ist's vorbei. Vitalis hat einen Jungen hergebracht, um die letzte Tür zu öffnen. Seit Tagen sind keine Ratten. Und jetzt kommt der Großinquisitor. Merkwürdig. Uns zu helfen. Das wird ein Spektakel. Die nutzen den Jungen? Okay. Nee, Moment mal, den Jungen, den sie haben, ist doch jetzt nicht Lukas. Das ist doch der Arthur wahrscheinlich. Na, vielleicht verstehe ich irgendwas komplett falsch gerade. So, den könnte ich mir theoretisch holen. Der ist ungeschützt. Der könnte einen Kopfschuss vertragen quasi. Oder ich umlaufe ihn. Na, nur habe ich das nicht eingesammelt. Ach so, ich hatte es schon voll. Dann stelle ich doch mal her. So, der guckt nicht. Kann ich hier lang? Oh. Kann ich doch nicht. Ich würde mal sagen, das Spiel sagt mir, dass er dort weg muss. Musste sein. Der stand im Weg. Was haben wir hier? Ach, die brauchen wir gleich zum Klettern. Ich nehme mal an, dass ich hier dann auch rumlaufen kann, wenn ich das laute Ding da schieben kann. Oh, von der anderen Seite verschlossen. Okay. Huch. Was machst du denn? Gut, dann schieben wir das mal. Und hoch mit dir. Die Bücher gesucht oder einfach nur wahllos zerkloppt, zerrissen. Verstehe es nicht. So, hier ist bloß eine Kiste. Ah, doch, hier ist noch die Tür. Genau, von da kam ich. Und Alchemist, habt ihr genug Bücher oder soll ich euch noch mehr beschaffen? Man kann nie genug Bücher haben, wenn man des Lesens mächtig ist. Wow. Das ist alles nur heidnisches Zeug. Das Sanguinis Itinera ist ein heiliges Buch. Das darin enthaltene Wissen reicht zurück bis zum Anbeginn der Menschheit. Und dieses Wissen könnte uns alle retten. Sucht weiter und haltet Ausschau nach Büchern mit rotem... Das mit Buch, rotem Ein. Das Sanguinis Itinera. Ich kann vielleicht nicht lesen. Sie suchen auch danach. Ich muss mich beeilen.
Also wirklich. Dann muss es doch sowas bedeuten, dass das mit dem Großinquisitor oder was zu tun hat. Dass er die gleiche Fähigkeit oder dieses gleiche Krankheit hat wie Hugo. Mal gucken, ist alles nur spekulativ. Den könnte ich doch wahrscheinlich auch mit einem Stein ausschalten, oder? Das sieht nicht aus, als würde der einen Helm tragen. Der ist mit Suchen beschäftigt. Ich muss warten, bis der wieder... Genau, der geht nämlich einmal wieder hin und wieder zurück. Sobald er wieder zurückgeht, kann ich die Zeit nutzen und da rausgehen wahrscheinlich. Ich hoffe, die Zeit reicht. Wenigstens kommen die Verfluchten. Da sind die Rosen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich sag's dir. Das nächste Mal, wenn der so mit mir redet, stopfe ich ihm eins seiner verfluchten Bücher ins Maul. Ha, mit rotem Einband. Sein Lieblingsgeschmack. Das Buch. Sicher so eine brillante Idee des Alchemisten. Ich sag's dir, die Kerle sind mir nicht geheuer. Mir auch nicht. Es gibt Teile der Bastion, da wage ich mich nicht mehr hin. Was sie dort alles treiben. Ja, lass uns nicht darüber reden. Ich hoffe, der bleibt jetzt bei seinem Regal. Da sind sie ja. Was denn? Die Rosen? Ich muss die Wachen loswerden, damit ich vorbei kann. Na los, haut schon ab. Verschwindet. Oh, das müsste die ja eigentlich zu dir locken, oder? Ah, ich muss dafür sorgen, dass sie dahin kriechen. Was? Reicht das nicht? Der läuft einfach durch. Und du hast dich verschlaut. Ich weiß, dass ihr hier seid. Das ist lächerlich. Wo steckt er nur? Das hat mir leider nicht so viel gebracht. Müsst ihr den wahrscheinlich auch noch. Gut genug. Ich habe eine ganze Weile schon nichts mehr gesehen oder gehört. Will ich's genau wissen. Jetzt will ich mal wissen, kommt der Zug überhaupt zu mir, wenn die Ratten hier sind? Cool. Brauche ich nicht nochmal so ein Ding verschwenden. Ja, ich würde sagen, das reicht für heute, für diese Folge. Und wie es hier weitergeht, sehen wir uns in 2 Tagen wieder an. Vielen Dank, Leute, dass ihr dabei wart. Und schönen Tag noch, gute Nacht, je nachdem, und... Bis bald. Tschüss.